Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ihr habt eine geile Woche. Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Denn jetzt gibt es Le Volibear. Also wir haben Volibear. Das Rework ist nämlich draußen. Ja, er hat ein Rework bekommen, für alle, die es mitbekommen haben. Und ich glaube, das ist ein neuer Skin. Der sieht auf jeden Fall crazy aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Druide aus UFO, wollte ich sagen, aus WoW. Hat auch ganz viele Klingen im Rücken. Das ist irgendwie so ein Dämon-Volibear. So, ich werde euch erzählen, was er kann. Und zwar sieht es nämlich so aus. Wir fangen hier an, würde ich sagen. Volibear. Volibear wurde komplett verändert. Ein bisschen ist er noch der alte, aber naja. Also, oh. Vor allem, Leute. Akali ist nicht da. Leute. Oh boy, ihr geht, Leute. Oh, Leute. Okay, aber er lebt. Immerhin lebt er. Okay, Leute, ganz ehrlich. Leute, raus. Okay, wir scheißen drauf, wir gehen zum Red Buff. Wir hoffen, wir schaffen das alleine. Also, die Passive gibt mit jedem Auto-Attack Attack Speed bis 5 Mal, das heißt 15%. Und bei 5 Stacks machen wir Blitze, also quasi eine Ultimate. Ja, wir sehen das jetzt, wir werden so auch so lila-mäßig und wir machen immer, was gehen wir denn? Ich glaube W. Wir werden immer, ja, schneller. Und jetzt machen wir Blitz-AOE auf 5 Leute immer. Das ist ganz cool. Unsere W, die ich geskillt habe, macht so einen Debuff, die macht erstmal Damage und einen Debuff auf den Gegner drauf. Und wenn ich ein gedebufftes Ziel nochmal mit der W angreife, dann bekommt es 50% mehr Schaden und ich heile mich dafür. Das sind erstmal seine... Achso, und die W macht auch On-Hit-Effekte drauf. Wir holen uns jetzt einfach seinen Blue-Buff, ne? Nimmt er meinen Blue-Buff, nehme ich seinen Blue-Buff. Ist ein Dill. So, die E... Ja, ne, wir nehmen die E. Die E... Oh, boy. Können wir den fighten? Das ist jetzt ein bisschen... Komm, ganz ehrlich, das hier ist PBE. Geben wir ihm. Soll er nehmen, soll er haben. Hoffentlich ist er glücklich damit. Unsere E... Unsere E macht Blitze, so ein Blitzfeld, beziehungsweise erst so ein Feld, dann kommt ein Blitz runter. Der macht Damage, slowt und gibt mir ein Schild. Deswegen habe ich es jetzt geskillt. Und jetzt sehen wir auch, mache ich hier überall AOE Blitz Damage. Ist nicht das meiste und ich finde die Animation hätte cooler sein können, aber... Oh boy, ich kriege hier ordentlich Schaden, du. Wir haben natürlich jetzt auch keinen Blue Buff, also... Und solange ich angreife, bleibt das, so ähnlich wie bei Mordekaiser, ne? Also, aber die Animation hätte so ein bisschen... Aber vielleicht wäre es too much gewesen, wenn aber so wie weil seine Ultimate so... zack, das Schild. Die W drauf, zweiten. Und wieder die W. Die Q ist im Prinzip die alte Q geblieben, wenn man so möchte. Ich muss die W öfters procken, damit ich mich heile. Aber das geht hier bei denen nicht, die sind zu schwach. Denn wir chargen auf den Gegner zu, ist allerdings 10% nur. Und auf Gegner, wenn wir auf Gegner hinzulaufen, sind es 20%. Und wenn wir diese Person treffen, dann bekommt sie Schaden und wird für eine Sekunde gestunt. Das Interessante an diesem Spell ist, Stunning Smash, dass wenn ich unterbrochen werde, immobilisiert, das heißt geroutet, gestunt, genockback, irgendwas, dann wird der Spell, hier ist ein bisschen crazy, resetting this ability and its cooldown. Also grundsätzlich heißt es, wir können es wieder benutzen, aber ich frage mich, was heißt, die Ability wird resettet und der Cooldown. Ja, Wahnsinn, das ist ja so als resetting the Mana Cost und gibt Mana wieder zurück. So, das ist einfach einmal das, zweimal dasselbe. So, wir gehen mal für den Botlane Gank. Wir machen Q, W, wir machen einfach alle Spells. So, Abfahrt. Go. Q ist an, also wir könnten da was machen, aber... Oh, jetzt zum Beispiel wurde ich gestunt. Und konnte direkt wieder queuen, also rein theoretisch, aber ich will nicht vom Blitzcrank gegrabt werden, deswegen lassen wir das mal. Item-Builds. Ich glaube, Volibears Tank-Design ist nicht so gut. Also ich habe erstmal sehr viel Damage mitgenommen, Conqueror, weil er ist so ein Champion, der viel angreift. Grundsätzlich glaube ich, macht man diesen Champion einfach auf Full-Tank und dann prügelt der einfach die komplette Seele aus dir raus. Weil er kriegt Attack-Speed hier durch, er macht Live-Damage, beziehungsweise das Ding scaled mit HP, die W. Das heißt, je mehr HP man hat, umso mehr Damage macht. Ich glaube, die W ist auch actually das Beste, oder? Wir müssen mal gucken. Wir müssen auch mal smiten. Ich werde wahrscheinlich sowas Trinity-mäßiges gehen, einfach für den Spaß. Aber ich denke, das Tank-Jungle-Item... also Top-Lane wird da auch viable sein. Tank-Jungle-Item, dann wahrscheinlich... Ja, Rune King wurde nicht genervt. Rune King ist bestimmt immer noch broken. Rune King ist wahrscheinlich das beste Item auf ihn. Okay, ich muss jetzt aber irgendwo mal was ganken. Wir machen erstmal die rote Machete. Wir machen die rote Machete. Die blaue wäre bestimmt auch gut, aber wir machen trotzdem die rote. So. Also jetzt gucken wir mal. Wenn wir Punkte in die Q machen, kriegen wir 25 Damage. 5% aka 10%, wenn wir auf den Gegner zulaufen. Mehr Movement Speed. Die W macht mehr Damage, mehr Base Heal, Missing Health Percent. Also der Heal wird halt krass dadurch.
Aber es sieht gar nicht so krass aus. Aber die hat einen relativ geringen Cooldown, muss man dazu sagen. Ja, und die E ist wahrscheinlich eh uninteressant. Deswegen machen wir... Boah, ich glaube die W. Ich glaube die W, das hat man ja vorher auch quasi gemacht, ne? Also denke mal, das ist schon das Beste. Ich bin sehr gespannt, wie der Heal funktioniert. Also der Heal gibt halt 35 plus 10% Missing Health. Das heißt, wenn wir wenig HP haben, dann heilt das komplett rein. So, wir ganken jetzt mal. Lass uns Mitte ganken. Ich denke, sowas wie Predator wäre wahrscheinlich auch gut gewesen. So, ich komme. Go, 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 go. Ok, 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 ok. Ah, ich bin Volibear. Ich bin Volibear. Gesmashed. So, der Blitz ist drauf. W ist drauf. Okay, also ja. Ich muss sagen, so, das war jetzt mein erster Gank. War gar nicht so cool, muss ich sagen. Dachte, der wird cooler. Also klar, es war sehr nah am Turm, aber das liegt natürlich vor allem daran, an zwei Punkten liegt es. Also, näher an einem. Mit der alten W hat man halt den Gegner direkt rüber geworfen. Das war halt viel cooler. So, wir machen jetzt Punkte in die Q rein. Weil dann sind wir schnell, wenn wir schnell auf den Gegner zulaufen, das hilft, glaube ich, schon ordentlich. Leute, ich bin da. So, wir machen jetzt hier einen Blitz. Zack. Und jetzt Stun, W, Autotech. Und jetzt chargen wir hinterher. So, Smite. Ah, ich komme aber auch nicht mehr ran. Ne, 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 ne. Und jetzt gleich glaubt er mich. Okay. Also, die Q stand halt nur eine Sekunde und das wird auch nicht mehr. Ich glaube, das muss gebufft werden. Also, weiß ich nicht, aber der alte Volibear hat halt einfach das Ziel nach hinten geworfen. Der ist eine Sekunde in der Luft und hinter dir. Und das macht einfach nur. Also, die Q ist massiv schlechter. Und ich glaube, die hat auch weniger Movement Speed, wenn ich das so sagen darf. Massiv schlechter. Aber wir haben auch noch seine Ultimate, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Und die ist massiv besser. Deswegen ist es vielleicht viable dadurch. Mm, nur hat er irgendwie die Ganks nicht so geil. Weiß ich nicht. Und die W ist halt auch erst dann gut. Guck mal, die erste, also, ne, die zweite crittet jetzt. Die macht 160. Die erste hat nur 80 gemacht. Wie viel Range? Okay, das. Vielleicht muss man mehr damit arbeiten. Das Ding hat sehr viel Range. Ich habe nicht gesehen, dass es so viel Range hat. Da muss man da vielleicht das Ding Feuer draufwerfen auf den Gegner. Das ist der Deal. Das Ding scaled übrigens auch mit AP. Und es macht Maximum Health Damage. So, wir eigentlich müssen... Okay, passt auf. Trinity? Wir machen Trinity. Also wahrscheinlich wäre Rune King broken, sind wir ehrlich. Aber, also Rune King wäre... Attack Speed wäre gut. Rankommen wäre gut, Lifestyle wäre gut, AD wäre gut. Aber Trinity, das Ding hier macht On-It-Effekte drauf und deswegen will ich das probieren. Mit Trinity ist das bestimmt lustig. Man muss ja Dinge testen. Aber wahrscheinlich sollte man das Jungle-Item bauen. Das wäre wahrscheinlich der beste Deal. So, der Bruder, der Ivan, ne? Kann der mal ganken oder so? Okay, hat ein bisschen gegankt schon. Aber kann der mal aufhören, meine Buffs zu klauen, der Brudi? Sonst muss ich ihn hier invaden. So, wir könnten ja mal Midlane ganken, aber sie ist Level 7. Meine Ultimate, wir springen in die Luft, kriegen mehr AP, werden riesengroß, haben mehr Attack-Range und können durch Ziele durchlaufen. Das ist bei der Q übrigens auch drauf. Wir machen außerdem Schaden in einem Bereich. Und, so, wir holen uns jetzt sein... Oh, die Herr hat die mich gesehen. Was macht die hier? Und wir disablen Türme für eine Sekunde. Ist das richtig? Ne, für zwei. Für zwei Sekunden. Also, könnte cool sein. Aber ich glaube, Volibear ist halt so ein richtiger... wen könnte man vergleichen? Master Yi of Tank. Ein Champion, gegen den du nicht lange fighten willst. Einer, der die ganze Zeit hier... Brudi, jetzt komm ran hier. Jetzt wird er mich disablen und jetzt kann ich direkt... Ja, okay, also ich könnte direkt wieder chargen. Aber ich habe natürlich Cooldown. Also, beziehungsweise ich bin erstmal gerootet, das meine ich. Batz, 200. So, den gönne ich mir. Ich glaube, CDR ist deswegen cool, weil... Oh, jetzt haben wir unsere Ultimate, Leute. Jetzt gehen wir Q. Blitz ist da drin und die Ultimate. Batz, Nikov. W. Aufgefressen. Edek. Ja, ja. Ja, so. Also, er ist so ein Champ, der halt... Es ist kein Burst-Champ, muss man auf jeden Fall sagen. Finde ich okay. Muss nicht immer ein Burst-Champ alles sein, aber... Oh, Brody? Wirklich? Also, der Blitz ist gar nicht so schlecht, weil der halt echt weit geht, muss man sagen. Aber die Q ist so... Ich glaube, die muss man echt maxen. Weil die sonst... So, ich kann mich... Ich kann gar nichts. Hier ist ein Blitz, bitte nicht mich. Okay, danke. Also, ich bin da erstmal raus. Also, ja, wir müssen gleich... Ich glaube, Q-Max, weil man sonst einfach zu langsam ist. 15% ist zu wenig Movement Speed. Denke ich. Und die W, man braucht halt... Ich glaube, man braucht schon CDR. Wir müssen gleich mal gucken, ob wenn man W-Punkte reinmacht, CDR runtergeht. Weil, naja, ich meine... Du musst halt doppelt die W-Procken. Oh ja, den könnten wir mal machen. Der müsste ziemlich gut gehen. So lange Kämpfe, das ist Volibears Metier.
Na? Weil jetzt macht jede W halt mehr Schaden. Das ist ziemlich cool. Ich meine, also ich sag, er ist nicht gut fürs Gameplay. Also naja, er hat klare Stärken und Schwächen. So, von wegen, er braucht Zeit, bis er stark ist. So habe ich das, so denke ich mal. Und, aber sobald du länger gegen ihn kämpfst, prügelt er einfach komplett alles aus dir raus, während er super tanky ist. Und sich ständig mit der W heilt. Guck mal, bei Full Life hat die W mich für 40 geheilt, bei Full Life. Und das ist Missing Health. Das heißt, wenn ich wenig habe, müssen wir mal gucken. Aber dann heilt die einfach eine Million. So, wir gucken jetzt nochmal, was wir skillen. Nehmen einmal hier alles mit. Zack. Wave Clear ist auch ganz gut. So, also die W. Ne, Cooldown geht nicht runter. Missing Health Percent geht hoch. Damage geht etwas hoch. Ne, ich glaube, dann ist der Q-Max besser. Denke ich. E-Max. Naja, E-Max ist zu ungenau, denke ich. So. Jetzt haben wir das. Vielleicht brauchen wir auch schnellere Schuhe. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal. Haben wir jetzt schon mal. Irgendwie sieht der. Ja, der Volleybär-Skin, der sieht. Also, ich finde, der hat was Dämonhaftes schon. Aber ich finde, der sieht zu plüschig aus. Der sieht zu sehr nach. Ich meine, es ist ein Bär, aber. Der sieht zu sehr nach einem Plüschbär aus, oder nicht? Finde ich. So, wir machen hier mal wieder einen Blitz rein. Zack. Patz. Oh, jetzt guckt euch die ganzen Zahlen hier an. Vielleicht wäre auch sowas wie Rageblade gut, aber ich glaube, Rageblade ist zu. Naja, ich meine. Na, zu. Oh, der ist hier, der scheiß Ivan. Der soll sich verpissen. Verpiss dich. Der kommt nochmal, Leute. Der kommt locker nochmal. Beim alten Volleybär war immer das Gute, man muss das nur aufstecken. So, Brody, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Jetzt ist meine Stärke. Hier müsste ich stark sein. Okay, ich. Also, okay. Lasst uns über Folgendes reden. Er hat meinen Red Buff geklaut. Weiter im Text. Renekton ist broken, aber er hat keinen Rune King. Aber er ist auch fett. Also, das Ding ist, dass wir berücksichtigen müssen. Ich habe ein turboweichen Item-Bild. Ich bin turboweich. Wobei meine Ult mich tanky machen sollte. Sollte sie schon. 200 AP. Sind 200 AP, aber. Also. Ich meine, ich war One-Shot tot. Also, der Grund ist natürlich folgender. Wir haben nicht mehr unsere Passive wie damals. Der alte Volleybär war so, hey, wenn du Low drops, dann heilst du dich einfach eine Million. Das haben wir nicht mehr. Das muss man berücksichtigen. Und mein Item-Bild macht mich zu einem Papier-Volleybär. Aber ist gut, ich find's gut, wenn die Gegner mich töten, weil dann geht das Game länger. Und jetzt gleich kaufen wir uns das Jungle-Item, würde ich sagen. Wird das Schild höher, wenn ich da mehr Punkte reinmache? Nee, glaub nicht, oder? Ist das ein prozentuales Schild? 60 plus 7%. Nee, schaut mal. Wo ist denn das Schild? Summoning, Stealing Damage. Ah, da. 15% Maximum Health. Okay. Aber. Ah, ja, hier. Okay, das Schild wird. Nee, Maximum Health Damage. Ja. Ich glaube. Ja, machen wir nochmal einen Punkt in die W. Ich meine, die W ist halt unser Sustain, so hinsehen. Wenn wir jetzt die. Wir können ja jetzt mal gucken, aber ich habe noch relativ viel Leben. Wir müssen uns mal low droppen lassen. Und wir müssen mal unsere Trinity fertig machen. Wie viel brauchen wir Trinity? 800. 33. Gut. Okay, das ist weg. Oh ne, die kommen gerade. Sehr gut. Zack. Naja, guck mal. Das waren schon 125 HP hier. Also wenn man zweimal eine Person weht. Komm, lass mal zu Renekton gehen. Wir ganken Top Lane. Wir müssen ganken. Wir müssen ja auch gucken, wie die ganken. Sie haben noch nicht so viel gegankt. Weil ich immer mit diesem Ivan, der hat auf mich abgesehen. So, ich komme. Coming Top Lane. Jetzt. Jetzt ist perfekte Moment. Das Schild draufballern. Vielleicht erst ulten. W. Ultimate. Batz, Nikov. Er ist geslaut, by the way. Und ich bin größer. Noch ein W-Biss. Zack. 100. Irgendwas waren's. Zack. Draufgeklatscht. Mit der Hand draufgeklatscht. Also, es war okay. Ich brauche seine Zeit. Ich glaube, Slow ist sehr wichtig auf dem Champion. Slow oder Movement Speed? Eins von beiden. Gehe ich da rein? Ja. Batz. Na, hier seht ihr das. Hier passiert nichts. Okay, ich bin tot. Ich bin auch aus Papier. Ja, ich bin aus Papier. Wir haben überhaupt kein Burst Damage. Da kommt nichts. Das Ding macht 200. Minus Rüstung. Das Ding macht 100. Das heißt, unsere Burst Combos sind 300 Schaden. Ist nicht so viel. So, wir gehen jetzt Tank. Aber, wie gesagt, ich find's nicht schlimm. Ne, versteht mich nicht falsch. Ich find's nicht schlimm. Es ist fein. Ich find's gut. Aber das ist halt
Man muss ja sagen, was Masse ist. Und das ist Masse, Leute. Volibear hat keinen Burst. Also klar, die Ult macht halt schon Schaden, wenn die trifft. Aber die hat dich oben benutzt, ne? Ja. Also die Ult macht schon Schaden. Und wenn du fett bist, klar, macht der auch Burst, ne? Aber... So, wie viel Cooldown haben wir jetzt auf der W? 4. Immer noch 4? Hatte ich nicht... Habe ich nicht mal CDR langsam? Hatte das? Wie viel hatte das? Ah, ich glaube, am Anfang hat das 8. Ja, okay. Nee, das passt. Aber es ist halt immer noch lang. 4. Oder? Nee, das hatte nicht 8. Der Debuff geht 8. 6 hatte das dann oder so. Okay, Godlike. Dann holen wir uns mal Ocean Drake. Der könnte mir vielleicht ganz gut tun. Der Lucian ist auf jeden Fall gigabig. Der Blitz! Potz Blitz, Batz! Gesnackt! Oh, ich habe Discord noch offen. Ich hoffe, dass mein... ich hoffe, dass mein... So, jetzt können wir auch mal gucken, wie viel wir uns heilen. Eigentlich müsste ich mich lower droppen, aber... 217 ist schon gut. Weg. Weg, 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 weg. So, ich muss mal kurz gucken. Nicht, dass die Sounddatei kaputt geht. Das passiert manchmal, wenn ich Discord offen habe. Ich weiß nicht warum, aber dann regelt der mein Mikrofon runter. Das nervt. Deswegen, ja, nee, geht, glaube ich. Ist okay, ist okay, ist okay. So, gut, was können wir machen? Wir haben Trinity. Wir sind... Lass mal den AD-Carry töten. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Go, go, go. Wie weit geht die Ult? Schon ein Stückchen. Ein Stückchen geht die Ult. Komm, bleib hier. Der ist noch da. Abfahrt! Batz! Jetzt die Q. Gib mir. Okay, jetzt müssen wir den hier gleich gucken. Weil ich krieg hier ein bisschen Damage. Und Damage! 200... Oh, wirklich? Oh, also ich habe 100 mal daneben geklickt, muss man zugeben. Blitz! Bats, okay, wir haben ihn gekillt, ist aber... Also, Leute, wir brauchen Schuhe und fucking Movements. Rune King ist, glaube ich, Core einfach. Wobei, wenn man... Ah, ich weiß nicht, Rune King... Naja, vielleicht eher wie Frosthammer, weil Rune King ist zu... Da ist man zu weich, glaube ich. Also, Top-Lane-Volley, Rune King. Aber Jungle-Volley, weiß ich nicht. Mal gucken. Und die Blitze gehen auch hier weit. Das ist cool. Au, 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 au. So, den Tower gönnen wir uns. Gönnen wir uns. Gönnjamin. So, wir kaufen jetzt mal erstmal das Tank-Item, damit wir mal ein bisschen nicht so weich sind, ne? Haben wir das denn? Ja, haben wir, oder? Haben wir? Haben wir. Haben wir. So. Jetzt kaufen wir uns Schuhe. Ninja-Tabis. Mercury, Mercury, Ninja-Tabis, Mercury. Ich würde sagen, genau deswegen kaufen wir uns Mercury Boots, weil wir dürfen ja nicht, wir müssen, hier, wie heißt es? Thundering Smash, ne, ich dachte, da steht jetzt irgendwie sowas wie rollender Sturm oder so, aber das ist, glaube ich, seine vorige Q, ne, wir müssen immer weiter chargen auf den Gegner, deswegen brauchen wir Mercury Boots. Und ich glaube, wir gehen jetzt Frosthammer oder so, ich weiß ja nicht, gibt's noch irgendwas anderes laut? Batz, 250. Ich meine, die W macht natürlich auch mehr Damage, je mehr AP wir kaufen. Ne? Also wir könnten Full Tank gehen mit Volibear. Ne? Man, ich mache jetzt Trinity, weil es halt... Es ist PBE, es ist lustig. Wir wollen Dinge testen. Tank geht auf jeden Fall. Naja, aber vielleicht muss man ja Trinity... Ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht so ganz. Aber hier, wie wäre es, wenn Yumi mal auf mir ein bisschen rumhockt? Wäre das nicht broken, wir beide? Yumi, wir beide? So, wir gehen mal Botlane ganken. Vielleicht kriegen wir den noch. Komm, Yumi. Go. Go, Yumi, go. Go, go. Mach mich schneller, größer, länger. Okay, gönnen wir uns den hier. Zack. Eingebissen. So, wir suchen jetzt Gegner. Da, Midlane. Und wegen der CDR fand ich jetzt Trinity, wollte ich es machen. Go, Leute. Handel. Hab. Hab gebissen. Guck mal jetzt, wie lange das braucht, bis man die W hat. Das dauert so lange. Wir könnten ulten, aber müssen wir. Wir könnten. Müssen wir aber nicht. Ah, ich bin ein Volibear. Hier ist ein Blitz. Und Sambo. Also dauert sehr, sehr lange, habe ich das Gefühl. Also, wenn man keine CD auf Volleyball spielt, ist es quasi fast unmöglich. Naja, okay, was heißt unmöglich? In einem gigalangen Fight geht's schon, aber in so kurzen Skirmishes eine Doppel-W drauf zu machen? Puh. Puh, puh, puh. Also ohne CD. Dieser Ivan, ne? Der denkt, der ist ein richtig lustiger, ne? Der denkt, der wäre richtig smart und so, aber der kriegt jetzt. Ich bin ein Bär. Los, Yumi, 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 Yumi. Mach mich schneller, größer, länger. Komm mit mir. Ah, Dando. Gebissen. Ja, jetzt müssen wir warten. Auf die W, auf die W, auf die W. Wir machen die Tür an. Nee, dich hole ich mir noch. Okay, Leute, ich bin, also, ja, okay. Q ist wieder.
Okay, Leute. Okay, okay. Hier ist ein Schild. Schild kommt gleich. Schild kommt gleich. Das ist jetzt mein Moment. Schild. Oh, zu spät. Ja, zu viele. Mann, das Doppel-B ist unmöglich bei so einem Camp. Okay. Ich meine, wir können ehrlich sein. Das war 2 gegen 5 oder so. Wenn wir kurz ehrlich sind, das waren 2 gegen 5. Aber. Okay, So. Die Frage ist: Kaufe ich mir jetzt wirklich sowas wie Frosthammer oder lieber Tanky? Ich meine, Frosthammer macht mich auch Tanky, aber. Oder lieber eine, auf einer Spirit Visage würde ich mich eventuell. Aber wir brauchen noch Rüstung. Ja, dann gehen wir eben Frosthammer, weil Frosthammer gibt Tankiness und Slow. Vielleicht ist ja Glacial die richtige Rune für ihn. Glacial Augment. Conqueror ist wahrscheinlich auch nicht die beste Rune, muss man zugeben. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach testen. Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich sagte, hey, das ist bestimmt die beste Rune, sondern ich dachte mir so, das könnte lustig werden. Deswegen Glacial Augment vielleicht? Müsste doch broken sein, oder nicht? Da ist ein Airdrake, können wir da hin? Ich habe leider noch keine Ultimate. Ich finde, diese lilane Wolke sieht man voll schlecht, oder? Also, die Animation. Wie viel macht das jetzt? So, okay, den haben wir. Über... Not today! Geben wir ihm so zurück. Aber jetzt dürfen wir nicht sterben. Das wäre nicht so gut. Hier ist eine Blitzwolke. Batz! Macht natürlich gar nichts, sie will. Also, die shieldet mich etwas, aber das war's. Wir haben aber ein paar AP-Scalings. Auf der... Naja, gut, auf der E. Auf der Passive und auf der R. Ist aber nicht die beste Kombination, weil Passive, naja. So. Weitere Punkte in die Queue. Wollen wir da rein? Ja, da gehen wir rein. Ich bin ein Bär. Ah, okay, vielleicht doch nicht. Was war das für ein Heal? Schau mal. Ich bin ein Bär. Ein Volleybär. Oh, der trennt sich von der Herde. Wie weit geht mein Sprung? Nicht so weit. Blitzwolke, 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 Blitzwolke. Komm schon. Wobei, die werden alle da oben jetzt langkommen. Das machen wir nicht. Problem ist, dass Rennek ein Gigabig ist mit seinem Rune King. Like Gigabig. Also der wird ein Problem. Aber Drachenkontroll ist unser. Im Late Game, naja, also ich glaube, ein Full Tank Volibear ist im Late Game ziemlich gut. Aber nur Full Tank. Meiner ist zu squishy, mein Volibear. Mit Ruhen, mit allem. So, ich bin da, Leute. Abfahrt, 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 Abfahrt. Miau, 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 miau. Blitzwolke ist da. So, jetzt machen wir die W drauf. Die W ist drauf. Wann kriegen wir die zweite W? Wann kriegen wir die zweite W? Wann kriegen wir die zweite W? Da ist die zweite W. So. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Kommen Sie bitte her. Ich bin ein Bär. Bitte bleiben Sie hier, Thundering Storm. Bla. Okay, au, 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 au. Kommen Sie bitte wieder zurück. Ich hätte ja Bock, aber ich habe gar keinen Mana vor allem. Deswegen gehen wir mal eben Dreadbuff holen, bevor der wieder weg ist. Also. Fucking. Der denkt, der wäre richtig cool und lustig, dieser Alban. Der wird schon noch sehen. Der wird noch sehen. Wir holen uns jetzt aber schnell den Blue Buff. Ich bin ein Pferd. Zack. Batz. So. Beim alten Volibear muss man halt sagen, jetzt werden einige sagen, ja natürlich, beim alten Volibear musstest du halt auch 3 Attacks erst machen. Also du konntest auch nicht sofort deinen Turbo-Biss machen. Ja, das stimmt, aber beim alten Volibear konntest du wenigstens... Also... Oh, Boys. Boys, 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 ich komme. Ich bin unterwegs. Boys of Germany. Ich bin ein Hirsch! Hirschblitzgewitter! Komm her. Ich habe bald ein Ultimate. 15 Sekunden, so lange jage ich dich. So lange jage ich dich. So lange jage ich dich. Oder bis ich gleich wieder zum Pferd werde. Pferdesturm. Was? Ja, okay. Beim alten Volibear, wenn ich mich recht entsinne, ich bin jetzt kein Volibear-Pro, da musste man ja nur 3-mal angreifen. Egal wen. Und sobald du 3-mal angegriffen hast... Oh, shit. Sobald du 3-mal angegriffen hast... Mist, mir fehlen 100 Gold. Das ist ein bisschen doof. War das Thema durch, quasi. Und dann konntest du jeden wählen. Oder? Ich glaube schon, oder nicht? Bei dem ist es halt nicht so. Dieser Alvan. Der wird sehr... Wir machen jetzt eben Frosthammer fertig. Und dann bauen wir, glaube ich, Spirit Visage. Also, naja, also...
Das ist die Frage. Also ich meine, okay, ich heile mich ein bisschen durch Conqueror. Ich dachte, ich würde mich ein bisschen mehr heilen insgesamt. Aber ich heile mich ja nur, wenn ich das doppelt mache. Und das mache ich ja nie doppelt irgendwie. Außer gegen Renekton könnte das klappen. Renek, one-on-one. Wir können ihn mal fragen. Er ist 14-5. Also wenn er das nicht annimmt, dann ist er retarded. Okay, er ist zwei Level... Eigentlich sollten wir das nicht annehmen. Er ist zwei Level über uns. Und 14-5. Wir können es aber mal probieren. Wir werden es probieren, aber wir müssen natürlich sagen, selbst wenn wir das jetzt hart verlieren, der Bruder ist 14-5, Leute. Und 15. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht verlieren, dann ist Volibear broken. Und er hat Blade of the Abuser's King. Damit, und ich habe keine Rüstung. Naja, das Ding ist schon durch, wie soll ich denn das gewinnen? Und er hat Ninja-Tabis. Ja, also, aber wir sind ein Mann. Wir nehmen an, was wir annehmen. Aber wir sind sowas von tot. Eigentlich sollte ich noch ein bisschen... Wo ist er denn? Vielleicht können wir aber ein bisschen... Renekton ist einfach in der Mitte. Bruh. Ja, Bruh, ich dachte... Bruh. Ich dachte, wir machen hier einen männlichen Kampf. Und er dodgt einfach. Hol ich mir schnell den Drachen, oder? Also, ich glaube, Mitte ist eh weg gerade. Oder? Ich hol mir schnell den Drachen einfach. Die gehen lieber auf Win. Ja, Bruh. Ich hol mir... Oh, du... Scheiß... Oh shit, das war keine gute Ultimate. Frage ist, ob. Ah, boy. Wie lange hält meine Ult? Gar nicht mehr. Ja, auch Leute, was ist denn er für ein unehrenhaftes Krokodil? Dachte, Alligatoren wären so honorful und so Sachen halt. Wir brauchen auf jeden Fall Rüstung, hätte ich gesagt. Ich wollte zwar Spirit Visage, aber wir brauchen Rüstung. Deadman's Platte höre ich gerade? Wäre doch ein guter Deal, oder? Deadman's Plate. Brauchen wir da überhaupt zwei Rüstungen für? Ich glaube nicht, oder? Eine. Ja, later. Later. Let's go, Bot! Too late! Was für? Was für? I was Bot... And you weren't. Wie macht man so ein durchgesterbtes Herz? So. So. Er pusht meine Base Bot Midlane, während ich auf ihn warte. Und dann macht er Auge. Ich glaub's nicht. Und dieser Ivan, ne? Bruder. So. Ja, Mann. Ich muss jetzt irgendwie... Ich muss mit meinem Team fighten jetzt. Dieser Ivan. Soll ich ihn trotzdem... Ich habe noch keine Ult. Aber ich habe dafür... Ich habe das rote Smite. Das könnte ein Vorteil sein. Der kommt jetzt vielleicht hier lang. Komm her, Renekton. Oder gehen wir Mitte? Wir gehen Mitte. Da ist Renekton schon. Ah! Jetzt go. Leute, Team! Team! Batz! Ja, okay, ich bin tot. Ja, aber... Ja, vielleicht... Das war auch einfach ein schlechter Fight. Ich glaube, da muss man auch einfach auf schlecht plädieren. Aber wir müssen ja auch sagen, wir haben nichts mehr. Wir sind nicht mehr tanky so. Volibear ist nicht mehr so dieser Tank. Was haben wir, was uns tanky macht? Ich meine, okay, was hatte vorher Volibear, was ihn tanky macht? Seine Passive. Aber die Passive hat ihn schon gigatanky gemacht. Die hat ihm 30 AP gegeben. Also Prozent, glaube ich. Max Life, glaube ich. Oder mehr. Mehr? Ich glaube 30. Nee, ab 30%. Ich glaube, wir haben verloren auch. Wir haben nur die W, die ich nie doppelt benutzen kann. Ich meine, okay, ja, vielleicht haben wir nicht die richtigen Items. Vielleicht liegt es daran. Ich möchte jetzt nicht, ne? Wir haben halt die E, die uns ein Shield gibt. Aber, also, naja, es ist okay. So. Ich meine, wir haben halt auch nicht genug Resistenz vielleicht. Und der Fight kommt. Leute, wir machen das jetzt. Nicht jetzt hier Grießkram grämen, sondern wir machen das jetzt. Wir müssen halt mal, da waren, wir hatten auch, das war wieder so ein 2 gegen 4 oder so. Das Problem ist, dass die jetzt Baron machen. Smite hat 800 und ich komme da aber auch nicht rüber. Ich könnte da rein ulten. Ich hab Mord. Ja, geil. Hä, hat der den überhaupt getroffen mit seiner Ult? Der ist ja full life. Aha. Okay, da kommt der Renekton. Ich habe leider keine Ultimate. Das wäre nicht gut. Alter, aber ich glaube, es liegt auch einfach an Renekton, weil er broken ist. Können wir da kurz drüber diskutieren? Renekton ist halt einfach 16-5. Ich glaube,
glaube, das ist schon ein Problem. Stirb! Rollender Donner! Wow, ich bin schnell. Ich bin schnell, ich bin schnell, ich bin schnell. Ich bin schnell, ich bin schnell, ich bin schnell. Patz! Na, wir müssen einfach nur ein bisschen scalen. Bisschen scalen, bisschen tankiger werden. Dann ist alles möglich. Toyota, können wir Baron machen? Ivan lebt noch, aber der... Leute, wer stirbt da gerade? Ivan? Ja, Leute, lass Baron machen. Leute, Baron. Baron, Baron, Baron. Ich glaube, es liegt halt wirklich einfach nur an Renekton, weil er einfach broken der Hölle ist. Der ist halt full damage. Deswegen explodiert auch jeder. So, ich habe keinen Smite, Leute. Aber meine W. Okay, sehr gut. Das gibt auch schön Geld. Schön, schön Geld. Vielleicht auch den Blue Buff. Komm, der muss da sein. Scheiß Ivan. Danke. Endlich mal ein Buff. Der denkt, der ist richtig witzig, der Ivan. Ist er aber nicht. Wobei Humor natürlich... Ne, Humor, Leute, Humor ist etwas, der eine mag es, der andere nicht. So, Deadman's Plate ist ready. Vielleicht sollte ich aber was... Naja, gut, wir haben jetzt Deadman's Plate. So. Ich meine, können wir kurz drüber reden, dass ich jetzt offiziell tanky bin schon? Ich habe 4 Full-Tank-Items. Also sagen wir, 3 und halt defensive Schuhe. 3 Full-Tank-Items. Also ja, okay, Frozen Mallet ist ein bisschen AD drin. 30, aber 700 AP. Also, wenn ich jetzt nicht tanky bin, weiß ich auch nicht. Und ich bin schnell, ich bin ein Pferd. Ich komme, da ist Renekton. Komm her, Renekton. Ich bin ein Pferd. Sollen wir mal ein One-on-One? Come, One-on-One, top. Wir probieren's. Jetzt sind wir gleiches Level. Jetzt können wir und wir abuse. Ich glaube ja, Rune King wird das einfach gewinnen. Also, Rune King ist sehr unfair in dem Matchup, aber wir probieren's. Die Frage ist, ob er kommt oder nicht. Pussy oder Maus? Hä? Wait, jetzt geht er nochmal irgendwas einkaufen. Einen GA oder so. Ich meine, er ist schon Fullbild auch. Und er hat Sterax und Black Cleaver. Wie soll ich ihn eigentlich besiegen? Well, you have 100% Anti-Tank-Build. Also, das ist 100% nicht neutral. Ich bin 100% Tank und er ist Anti-Tank, Anti-Tank. Und Presti-Tank. Den einzigen Vorteil, den wir ein bisschen abusen können, ist, wir haben Baron. Die Frage ist, ob die jetzt alle hochkommen und mich trappen. Wir haben Drakes. Und ich bin ein Bär. Komm her. Minions, komm jetzt. Ich bin ein Bär. Jetzt heilen wir uns gleich. Jetzt kommt der Heal. Da ist der Heal. Batz. Und ein Stun. Batz, da ist der Heal. Okay, ist ein Deal. Ich bin raus. Later. Also rein theoretisch haben wir ihn im 1-on-1 besiegt, würde ich sagen. Wir haben gewonnen. Also wir haben gewonnen. Er ist, wir haben sein Gear bekommen, wir haben gewonnen. Ich würde sagen, also, why run? I'm a moo. Also, die Frage ist, ist deswegen jetzt Volibear broken oder hat, ich meine, er ist halt, eigentlich, naja, also eigentlich soll, sind Tanks immer so, dass sie sowas gewinnen. Aber er ist halt, also normalerweise gewinnen Tanks immer gegen Full Damage. Naja, aber es war auch super close. Da haben wir jetzt die W auch ein paar Mal proppen können, by the way. Okay, ich glaube, wir gewinnen gerade. Ich komme vorbei, ich komme, ich komme, ich bin schnell. Wird Deadman's Blade durch Tower weggemacht? Nee. Ich komme, ich komme, ich komme. Blitz, Potz, Blitz, Gewitter. Die W, guckt euch an, wie lange die braucht. Und was ist das? Macht doch. Jetzt ist meine Ultimate weg. Und jetzt bin ich tot. Ja, okay, ich habe ein bisschen viele Tower-Shots getankt vielleicht. Jetzt wird er irgendwas schreiben. So, okay, was kaufen wir jetzt? Vielleicht wären, wenn wir jetzt nochmal 20% CDR kaufen. Wie viel Cooldown haben wir dann? 3? Hey, irgendwie macht das doch alles gar keinen Sinn. Wie viel hatte das denn am Anfang? 8 oder nicht? Nee, 6. Ich glaube, das Ding hatte 6.
Ach, keine Ahnung, wie viel der Spell hatte. Wir können ja mal gucken, wenn ich jetzt hier CDR kaufe. CDR. Dann haben wir 3,5. Okay, also auf 3. Naja, 3 ist weniger als 4, aber macht das so einen Unterschied? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir kaufen dann jetzt auch mal Rune King. Also, in einem langen Fight prügelt er halt dich komplett weg. Later, later. Wie schnell sind wir? 500. Bin mir aber echt noch ganz unsicher über den Champ. Ich meine, er hat auch schon Schaden mit seiner Ult und so. Aber hätte ich Trinity nicht gehabt, dann würde ich bei Far noch weniger Damage machen, als ich sonst gemacht habe. So, wir gucken mal schnell, ob Red Buff da ist. Das wäre richtig Pock. Nö. So, ich komme in die Mitte, ich komme! Ich komme, ich komme! Einmal die Wandtankensuppe zum Mitnehmen, bitte! Dankeschön, ich komme, ich komme! Mo. Wir gehen jetzt mal auf den AD-Carry. Batz! Ich bin ein... Mau! Und Batz! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Die weh, zu lange Cooldown! Wo ist Yumi? Oder soll ich doch noch mehr Tank-Items? Naja, aber mehr Tank-Items gegen Rennington zu kaufen macht keinen Sinn, weil er einfach Anti-Tank ist. So, Damage jetzt. Das könnte man denn sonst bauen? Witz, entweder, ich glaube, alles, was schon Attack-Speed hat, also man kann natürlich auch einfach Attack-Speed spammen mit der Passive quasi, ne? Ein Auto-Tag. 56 Bonus-Magic-Damage, schon nett. Aber AP-Volibear, naja, also die E ist halt sauschwer zu treffen, glaube ich. Wobei, so schwer ist sie gar nicht zu treffen. Und die Ult, müssen wir gucken, wie weit... Oh, sie ist so schnell tot wie sonst was, oder? Oh, flieg, spring, renn, mach dich größer, länger, kürzer. Okay, sehr gut. Dieses Game, 40 Minuten, Hilfe! So, ich müsste mal Rune King farmen, dann würde ich noch ein One-on-One mit ihm wollen. So, wir brauchen... Ah, ne, Drachen haben wir schon alle. Erdrache ist das, das ist auch cool. Wie viel brauchen wir für Rune King? 1,6. Ne, stopp. 1,7. Ich glaube, das Problem an Volibear ist, er hat keinen guten Teamfight-Engage. Oh, shit. Komm her. Komm her. Ich kratz dich. Run. Ich kratz dich, ich kratz dich, ich kratz dich. Blitz. Scheiße, jetzt. Oh, das ist jetzt schlecht. Jetzt ist meine Gewitterwolke nicht da. Aber ich kriege Hilfe. Ist okay. Akzeptiere ich jetzt einfach mal. Oh, der ist low. Der ist gut. Oh, wir haben ja auch Frozen-Dings, Hammer-Dings-Mallet. Und auf die Nase. Hallo, was? Achso, der will mir nicht helfen, weil... Ja, ne, helf mir ruhig mal. Ah, jetzt bin ich tot. Ich glaube, er wollte mir nicht helfen, weil ich... Wegen dem One-on-One. Die Pulsfeuer-Animation hört sich cool an von dem... Wie so eine Tackerkanone. Ja. Naja. Leute, scheiße. Hatten wir nicht Baron und so? Ne, da vorne hat mir Baron. Jetzt ist Elder weg. Das alles nur für diesen Rennington. Rip, was? Ohne Witz, solche Spiele hast du auf dem echten Server nicht. Auf dem echten Server gehen alle... Oh, der, ja, so, jetzt ist der jetzt so 1v9-Moment. Jetzt oder nie. Oh, er töten sollen. Jetzt ist sein Tod. Wobei, jetzt oder nie... Oh, ja. Jetzt, oh. Der Yasuo-Moment. Ach so, ich hab's übrigens vergessen. Ich spiele im Duo. Ich glaube mit ihm, mit Zero to Hyro, mit Killerfrit PBE... Und mit Great Again. Oh, er hat 15 Yummy-Stacks. Mann, ich brauche jetzt auf jeden Fall mein Red Buff. Und ich bin schnell. Ich bin ein Zug. Chuchu. Let the storm follow in my wake. So, gut. Gönnen wir uns das mal. Wie würde ein... Ein Zug machen. Wie hört sich ein Zug an, der ein gefleckter Zug mit Eutern? Mu. Okay, ja, gut. Later. So. Gönnen wir. Ich brauche noch Runen King. Gib mir. Oh, das war aber. Wo kommt der Damage? Tiamat vielleicht? Wer Tiamat ein. Nee, ich habe genug AOE. Wer Tiamat baut, ist ja komplett lost. Oh, da unten ist auf jeden Fall. Leute, ich brauche noch ein bisschen Geld eben. Kurz ein bisschen Geld. Achso, meine E macht, glaube ich, auch Damage mittlerweile. Fightet ihr schon? Ich bin da. Mo! Brasnikov! Umanov! Ich bin ein Zug! Aber ich komme nirgendwo ran! Züge, Leute, wo ist mein Team? Ich bin weg! Ich bin da!
Dieser scheiß Eiwand. Leute, Mann, ich bin... Hilfe! Batz! Und Biss! Alter, ich bin einfach ein CC-Opfer! Hilfe! Ich glaube, Glacial Augment ist dann wirklich der Deal. Dann brauchen wir auch keinen Frozen Mallet bauen. Aber man braucht irgendwas zum Slowen. Oder vielleicht... Vielleicht auch Ghost. Aber wenn man dann gecatcht wird, ist man... Man hat halt sonst nichts. Ja, die Ult, aber... So, wie viel macht man jetzt mal 1000? Meine W macht 200. Naja. 1200. Okay, let's go. Und der Blitz. Batz! Das war schön. Bei 1200 weg. So, wir haben Rune King. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Gibt es denn sonst irgendwas mit Movement Speed? 50-50 einfach, Leute. 100 Kills. Einfach 50. Wir können uns größer machen. So. Ah, oh, Volibear. Come. One-on-one, top again. Jetzt will ich noch ein One-on-one. Jetzt bin ich auch Fullbild. Jetzt können wir für ein One-on-one gehen. Wobei, ich habe Elder. Aber egal. Ist mir doch egal. Er hat Rune King. Ah, ich auch. Ups. Ja, ist mir doch egal. Als ob mich das interessiert. Ich bin ein Bär. Batz. Das, das. Die Frage ist, ob er kommen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber... Ah, vielleicht kommt er doch. Ich habe ihn gesehen, auf jeden Fall. Komm her. Komm, Mr. Kroko. Oder hat er jetzt Angst, hä? Ja, okay, ich meine, es ist nicht fair, aber ich würde ihn trotzdem verprügeln. Na gut, dann machen wir das Ding kaputt. Batz! Also, ich glaube, dass dieser Champ im Late Game nicht... Ja, so, nee, nicht gut, aber er kann nicht engagen, sagen wir mal. Also, glaube ich. Also, Flash Q ist kein guter Engage, Leute. Und... Ich meine, das konnte der alte Volibear auch nicht, deswegen ist es gut. Ich spring da rein! Was? Wie groß ich einfach bin. Also Flash Q ist nicht gut. Und ich glaube, wenn der Champion behind ist, ist er richtig useless. Richtig useless. Weil er ist nicht besonders tanky. Und er macht auch nicht besonders viel Schaden. Also wenn du 0-4 auf Volibear bist, dann kannst du, glaube ich, dein Leben deinstallieren. Dann kannst du, glaube ich, das Game aufgeben. Aber das ist der erste PBE-Tag. Na, irgendwann... Wird es nämlich so sein, dann ist er auf dem PB und dann, hä, Tobi hat gesagt, er ist im Late Game voll useless, aber er ist immer noch voll stark. Ja, bis dahin haben die ihn auch schon wieder 20 Mal gebufft und genervt und gemacht und getan, Leute, ne? Ja, das war's damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War auch ein extra langes, mega langes, so lange schon kein so langes Game mehr gehabt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen und later. Tschüss. Bis dann. Hab euch lieb. Miau.